Was geht, Leute? Alles fit? Willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder ein Daily Vlog, auf entspannt. 30 Grad. Wir fahren jetzt nach Böbling. Wir treffen uns mit meiner Mutter, Lul. Meine Schwester hält gerade die Kamera auf entspannt. Ja, wir fahren jetzt Böbling. Ein paar neue Sachen kaufen. Neue T-Shirts brauche ich, neue Socken. Bescheid, mal schauen, was heute noch geht. Wir haben gerade, glaube ich, 12.30 Uhr oder so. Dass du Bescheid wirst. Wir sagen, wir sehen uns gleich wieder. Aber eine halbe Stunde warten, bis meine Mutter kommt. Ja, die hat jetzt erst Schule aus. Das ist so dumm. Also jetzt nehmen wir mal was zum Trinken. Ich habe Arschdurst. Es sind 30 Grad, ey. Ah, ja, das gleiche, jetzt einfach eine halbe Stunde warten. So, hab mir jetzt das zum Trinken geholt. Das ist ein geiles Getränk. Kostet aber über 1 Euro. Ist eigentlich auch nicht viel drin, aber schmeckt Bombe zum Sommer. Sehr gut und sehr erfrischend. So, wir gehen doch nicht mehr Karten, also Böbling, wir gehen nach Sindelfing, Bräuninger Land. Ja, überredet hat hier. Ja, mehr Karten ist eh langweilig, sind uns glaube alle einig, die aus Böbling kommen also hier in die Nähe. Die nämlich zahlt, ne? So sieht's aus, offenspannt. Also, moin, Meister. Da weg da meine Kollegen drin gefahren hier. Also wir gehen geschwind, verpiss. Bräuninger angekommen, offenspannt. Einfach ein Handy gefunden, nun. Ein schönes iPhone. Das Wasser dasht komplett. Das Handy ist auch scheiße, also ich gehe davon aus, dass es schon lange in der Sonne liegt. Ja, jetzt erstmal Bräuninger geschwind zur Bank gehen. Mutter muss Geld abgegeben. Die Besitzerin von Handy kam auch, hat sich gefreut. Aufgespannt, alles gut gelaufen. Er hat wieder ein Handy, jetzt gehe ich da in Snipes rein, mal gucken, was geht. Geiler Laden, der Laden sieht schon mal sehr fresh aus. Da drinne sehe ich mich jetzt auch ganz entspannt. Ich habe mir jetzt in Snipes noch nichts gekauft. Ich schaue später nochmal. Wir fahren nochmal in anderen Läden ein bisschen rein. Mal gucken. Vielleicht gibt es noch was Besseres. Ja, braucht kurze Hosen und Socken, T-Shirt eigentlich, Boxershort. Ja, und eigentlich Schuhe, aber ich habe 2 geile Schuhe gesehen. Muss ich gucken. Zeige ich euch später mal. Die einmal Lacoste, einmal Jack. Reebok oder wie die Schuhe heißen. Ja, jetzt gucke ich noch einen kurzen, jetzt gucke ich noch einen anderen Läden, wo was geht und dann mal schauen, wo ich mir was kaufe auf dem Schwand. Ich dachte irgendwie, der Bräuninger Land wäre größer, aber ich finde jetzt auch nichts Gescheites, weil ich bin einfach zu dumm. Jetzt gehe ich, ja, Lul, warte mal, einen Moment. Jetzt gehe ich mal bei Liebes mal rein oder wie der Laden heißt, Digga. Ich dachte, der Laden wäre irgendwie größer, Digga, Bräuninger Land, Digga. Aber der kommt mir halt irgendwie gar nicht so groß vor. Er ist schon groß, aber es gibt irgendwie nicht so viele Läden, die jetzt meinem Geschmack entsprechen. Aber naja, mal gucken, jetzt gehe ich mal da mal ran. Genau, hier ist Mediamarkt, aber brauche ich auch nichts. Oder vielleicht gucke ich da auch gleich nochmal vorbei. Ja, so viel Geld habe ich aber dann auch nicht. Mal geschaut, nichts Gescheites. Lacoste-Sauce kann ich mir nicht leisten. Eine Hose 200, so sehe ich aus. Ja, sonst auch nichts Gescheites. Ja, jetzt holen wir was Snipes. Ich habe jetzt überall geguckt, bin dritte, zweite und erste Etage gelaufen, nichts Gescheites für mich. Ja, jetzt guck ich selbst, was ich wiederholen werde. Klamotten gekauft habe, habe ich mir jetzt einfach neue Schuhe gekauft. Lacoste regelt, Lul. Jetzt ist Geld wieder weg, jetzt bin ich wieder pleite. Ja. Mal gucken, egal, na egal ist nicht, aber neue Schuhe brauchte ich auch, weil die anderen Schuhe alle mir nicht passen. Ich habe über 10 Paar Schuhe, aber davon passen mir nur noch 2, 0. Also wenn jemand Interesse hat an meinen Schuhen, schreibt in die Kommis. So, Schuh, Größe 43, wir müssen halten für die nächsten 4 Jahre. So, jetzt mal gucken, wie meine Mutter ist. Spannend was essen, Ente mit Reis und Gemüse, so muss sein. Fertig mit Bräuning. Bräuninger Land, jetzt geht's nach Hause. Baba Wetter, es sind immer noch 30 Grad. Keine Wolken am Himmel. Mashallah, sag ich. Fertig mit Bräuninger. So, Schuhe habe ich. Noch eine Hose habe ich mir gekauft. Oder meine Mutter besser gesagt.
ja, jetzt mal gucken, wo es noch hingeht. Auf entspannt. So, jetzt bin ich zu Hause. Jetzt gehe ich auch gleich nochmal zum Edeka. Ich gehe immer jeden Tag Edeka, Leute. Ja, und dann chill ich, glaube noch ein bisschen Garten, weil heute gehe ich nicht live. Ja, mal gucken. Bis gleich, ne? Jo. Jeden Tag auf entspannt. Hallo? Ja, hä? Ja, auf entspannt zum Edeka gehen. Mir wieder was zum Trinken holen oder so. Und dann werde ich erstmal fette 3 Videos schneiden. Gar kein Bock. Nein, Spaß. Rein in die Holger, würde ich sagen. Oh, Digga, das Wetter ist einfach so geil, Bruder. Zu Hause auf chillig, meine Sachen, die ich eingekauft habe, habe chinesische Nudeln und mir wieder was zum Trinken gekauft. Auf entspannt, das ist im Kühlschrank. Mehr mache ich heute auch nicht mehr. Ich chill meine Eier, esse später noch was, vielleicht eine Pizza oder so. Oder vielleicht die chinesischen Nudeln, die ich gekauft habe. Ich werde jetzt dann auch die Videos schneiden, was ihr dann morgen wieder sehen werdet. Ja, ich hoffe, euch hat der Daily Vlog gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Auf entspannt. Ciao, ciao.